Nee. Ja, dann nicht. Steht man in Gottes freier Natur? Wie in schlechten Film. Ja, wie in Gottes freier Natur und hat eine rote Ampel. Obi von rechts. Das kann ich ganz normal. Das war ein Witz. Was soll das hier bitte? Oh, jetzt kommt er. Vielleicht ist sie zum Schalten. Ja, aber die Frage ist, warum haben wir eine Ampel und er nicht? Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Was machen wir denn? Wir trauen uns, oder? Wir trauen uns, bei Rot zu fahren. Soll ich bei Rot fahren? Ja, klar. Ja? Ja. Auf Ihre Verantwortung? Auf meine Verantwortung. Gut, dann fahren wir. Okay. Polizei? Nein. Weil wir bei Rot waren. Dafür steigen wir aus, helfen Sie mir? Ja. Vielleicht ist er netter, wenn Sie dabei sind. Grüß Gott. Gott. Was haben wir hier mit Papier? Führerscheine, Fahrgeschäftschein. Gott. Sie, haben Sie die Ampel nicht gesehen? Ja, aber da, ich weiß nicht, wozu die gut ist. Ja, ich wurde auch überhaupt nicht grün. Das kann ich nicht so, das habe ich nicht zum Entscheiden. Sondern die Ampel, die ist einmal aufgestellt worden. Und wenn er jeder so fahren darf. Ja, aber erklären Sie mir doch mal, wozu die gut ja, ist. Ja, den Sinn kann ich Ihnen auch nicht sagen. Die Ampel wird ja nicht von der Polizei aufgestellt, sondern von der Gemeinde. Wir haben es nicht echt nicht verstanden, weil... Ja, und Sie passen da auf, damit da einer reinfährt, oder wie ist das? Ja, sicher. Ja, denke, die Polizei ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Und jetzt machen wir es einmal mit dem Hubschrauber. Ja, das geht natürlich nicht. Aber jetzt muss ich mal überprüfen. Steigst du schon dabei ein? Steigst du mal ins Auto ein? Komm gleich wieder. Ich glaube das alles nicht. Ist doch wohl nicht wahr. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ja, der Bundesmeister. Ja. Mit Ihrem Führerschein stimmt sowieso was nicht. Wieso nicht? Ja. Sie können unmöglich weiterfahren. Ja. Aber wir müssen zum Flughafen, wir haben beide den Flieger. Tut mir leid, wir haben es überprüft. Ja, da können wir nicht weiterfahren lassen. Soll ich jetzt ohne fahren? Nein, nix. Ich darf dann müssen Sie weiter fahren. Ja, wenn Sie einen Führerschein haben? Ja. Ja, gut. Das ist ja ein Witz, ist das. Okay. Ausnahmsweise von. Wiedersehen. Aber bitte schön anschleuen. Alles klar. Okay, ciao. Ciao. Ja, das steht morgen in der Abendzeitung, das verspreche ich. Hier ist überhaupt nichts mehr. Jetzt tut es mir ein bisschen leid für meine tollen Abkürzungen.
Vielleicht kann ich da was schalten. Wenn Sie nicht. Die kommen gleich wieder. Das ist unglaublich. Technisch begabt? Ja. Wir werden verarscht. Sag mal, ist das normal hier mit der Ampel? Wir werden so tierisch verarscht. Unglaublich. Flieger können wir vergessen. Ja, kriegen wir noch. Steigen Sie noch mal aus. Und dann? Ja, ich glaube, es schaltet dann um. Ganz schnell sein, ganz flink. Nee. Das kann mir keiner sagen, dass es keine Verarschung ist. Wenn wir aussteigen, wird es wieder grün. Aha. Wenn ich aussteige, wird es grün. Und dann weiß ich, dass es Verarschung ist. Rot, 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 rot. Nix. Dann kann ich bis morgen hier stehen, Mensch. Ich muss meinen Flieger kriegen. Ganz ruhig, weil sonst gibt es ganz große Probleme. Das glaube ich schon. Wir haben uns verarscht mit der Ampel. Sie haben eine Sekunde grün gelassen. Eine Sekunde. Ich habe... Wie wir heraus waren, war eine Sekunde grün. Welche Ampel? Diese Ampel? Ja. Eine Sekunde. Na, Entschuldigung, also eine Sekunde ist ein bisschen unrealistisch. Die Leute für diese Ampel auf einem Feld... Schauen Sie, warum wir hier stehen, ist ja unser Problem. Kann ich bitte mal den Führerschein, die Fahrt... Ist Ihr Problem, wenn ich meinen Flug verpasse? Bleiben Sie da. Ja, dann beruhigen Sie sich mal wieder. Also. Beschätzen Sie sich nicht. So grenzenlos. Und bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich bleibe nicht ruhig, das ist eine Verarschung. Entschuldigung, aber rot ist rot. Rot ist rot, aber eine Sekunde grün ist eine Sekunde grün, richtig? Der Richtplan. Wien. In Österreich gibt es auch rote Ampeln, da muss man auch stehen bleiben. So, jetzt schaue ich mir mal den Wagen an. Endlich erwischt. Ja, ist doch wahr. Endlich erwischt. Die Leute fahren bei Rot rüber und dann... Endlich erwischt. Ja, ja. Sie freuen sich noch darüber. Ach, es ist halt ärgerlich, weil der Kartoffelkäfer hört nicht aufs Rotlicht, aber der Mensch halt sollte ja hören nicht. Kirchberger war der Name, gell? Nein. Ich hab's gewusst! Auf Land wird der Eindringling. Auf Land wird der Eindringling. Ja, ist schon mal.